Nächster an die Reihe. Der geht sofort problemlos in die Box und Renoir kommt jetzt erneut heran. Dann geht es jeden Moment los, aber Renoir noch nicht auf ihrem Platz, die schwarze Königin. Renoir also als einzige Kandidatin noch außerhalb der Boxen. So, Renoir ist drin und Boxen auf. Der Start zum ersten Rennen ist in diesem Moment erfolgt. Die Pferde zum ersten Mal in der Gegenseite und Jason übernimmt an der Innenseite sofort das Kommando für Jewel of the Sea. Ganz innen dahinter rückt dann an der Außenseite Hula Palu jetzt in die zweite Position. So geht es in den ersten Bogen hinein. Die Spitze bei Jason an der Innenseite vor Hula Palu in zweiter Position. Dann eine kleine Lücke zu Jewel of the Sea und weiter zurück dann Mind Me in vierter, in fünfter Position. Dann viel, viel Platz zu an der Innenseite Bergadler gemeinsam mit Renoir und dahinter Davina am Schluss weit zurück galoppiert Navid. In dieser Formation geht das Feld weit auseinandergezogen, zum ersten Mal am Ziel vorbei. Die Spitze bei Jason. Jason vor Loyalität in zweiter Position. Jason bringt das Feld in den nächsten Bogen hinein vor Loyalität. Dahinter dann Jewel of the Sea in dritter Position weiter außen. Dann Mind Me auf dem fünften Platz. Dann eine größere Lücke zu Renoir und dahinter Berg. An der Innenseite Bergadler, es geht Mitte gegenüber, das Tempo wird verschärft durch Jason an der Innenseite weiter an der Spitze. Jason bringt das Feld gleich Ende der Gegenseite vor Loyalität. Dahinter kommt an der Außenseite jetzt Hula Palu in die zweite Position und kommt gleich an die Seite von Jason. So geht es bereits durch den Schlussbogen. Jason hat unverändert das Kommando, zwei Längen, anderthalb bis zwei Längen. Dahinter ist dann Hula Palu auf dem zweiten Platz. So geht es um die Ecke in die Gerade. Jason an der Innenseite weiter an der Spitze. Jetzt kommt der Angriff innen von Hula Palu in der Ballmitte. Versucht es weiterhin. Jewel of the Sea. Hula Palu an der Innenseite wird stark, aber Jason weicht nach außen, bleibt aber vorne. Jason ist vorne vor Jewel of the Sea. Jewel of the Sea an der Innenseite. Jewel of the Sea vor Jason. Oh, beide Kopf an Kopf. Kopf an Kopf ging es über die Linie. Ich kann nicht sagen, wer da vorne war. Beide Kopf an Kopf über die Linie, dritter auf jeden Fall, Hula Palu an der Innenseite und dahinter dann Mr. Mine vor Loyalität und dahinter dann Bergadler und der Rest. Ja, wir brauchen die Auswertung der Zielfotografie. Bitte noch etwas Geduld. Es war so eng im Ziel, dass die Auswertung der Zielfotografie benötigt wird. Ja, Sie hören es, meine Damen und Herren, das ist ein ganz spannender Auftakt hier in Mannheim. Wir müssen die Zielfotografie, die Auswertung des Zielfotos abwarten, um hier dem Sieger am Ende gratulieren zu können. Wir gehen schon mal nach unten zur Siegerehrung und wissen dann gleich mehr, wem wir am Ende den Ehrenpreis aushändigen dürfen.